Herzlich willkommen, hier ist Marco Fusaro, Geschäftsführer beim Bildungswerk des Landessportbundes. Am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. Herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute zum Thema emotionale Intelligenz in der Weiterbildung. Und dann fragt man sich natürlich, emotionale Intelligenz spielt ja immer eine Rolle und wird, glaube ich, auch auf ganz vielen Datingbörsen immer wieder angesprochen. Was ist emotionale Intelligenz? Was verstehst du darunter? So, wenn man meint, dass es wichtig in Beziehungen ist. Naja, und in der Erwachsenenbildung, da haben wir ja auch mit Menschen zu tun, mit Kursleiterinnen, Kursleitern, Referentinnen, Referenten und den Teilnehmenden. Und da entsteht natürlich auch eine Beziehung. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wie gehen wir denn da mit emotionaler Intelligenz um? Ich lese gerade, solche Rosen blühen auch bei uns im Vorgarten. Sehr schön, bei mir blühen sie sozusagen als virtueller Hintergrund hier in Hamburg. Allerdings muss man sagen, gerade wir strahlen ja viel Richtung Südwesten aus, Rheinland-Pfalz, Saarland, nördliches Baden-Württemberg, aber auch Hessen. Da scheint es heute richtig unwettermäßig mäßig zuzugehen. Hier im Norden noch wunderbarer Sonnenschein. Da wird das, glaube ich, erst am Montag oder Dienstag so sein. Also darf jetzt nicht hinwegtäuschen. Ich könnte euch auch die wunderbaren Heckenrosen draußen zeigen, aus denen wir, glaube ich, früher mit Hagebutten und Heckenrose und so weiter so Juckpulver gemacht haben. Wir wollen direkt ins Einsteigen, denn das Wetter ist fein, entweder weil die Sonne scheint oder weil ihr vielleicht draußen euch darum kümmern müsst, dass das Wasser nicht in euren Keller eindringt. Lasst uns also ins Thema einsteigen. Fragen wie immer gerne in den Chat oder Gedanken oder Anregungen, ganz klar. So, ich habe wieder eine Klitzekleinigkeit vorbereitet. Das ist auch super, wenn man irgendwie mit der letzten Folie beginnt und nicht mit der ersten. Ja, EQ, emotionale Intelligenz. Man sagt auch häufig emotionaler Quotient. Daher kommt dann auch immer dieses Q daher. Manchmal heißt es EI oder EQ. Und da fragt man sich natürlich, welche Bedeutung hat das in der Erwachsenenbildung? Haben wir gerade gesagt, geht um Beziehungen zwischen Menschen, die unterschiedliche Rollen häufig haben. Es geht aber vielleicht sogar für mich als Teilnehmenden in einem Kurs oder in einem Seminar darum, wie verhalte ich mich in dieser Gruppe und vielleicht woran erkenne ich auch, ob eine Kursleiterin, Kursleiter ja ein gutes Setting hat, um emotionale Intelligenz, dass man das spürt, dass das da vorhanden ist. Und gucken wir mal rein. Wir haben ja schon regelmäßig gesagt, dass Lernen in der Erwachsenenbildung klar was Individuelles, Selbstgesteuertes ist. Aber wir wissen auch, dass wenn wir das so im Sinne des Weiterbildungsgesetzes in Rheinland-Pfalz betrachten, dass es da schon auch systematische Unterstützung, Anleitung, Anregung, Begleitung, Reflexion, Beurteilung geht. Und dass es deswegen auch eben eigentlich immer anspruchsvolle, problemorientierte Lernarrangements benötigt. Also wir können es ja nicht völlig frei machen, das ist also ein totaler Unterschied, ob man jetzt sagt, dass das einfach nur ein Selbstlernkurs ist. Ja? Wir wissen, dass das in der Erwachsenenbildung, so wie wir sie verstehen, nicht der Fall ist. Schauen wir uns also mal an, womit wir uns in den nächsten Minuten beschäftigen wollen. Das sind 5 Punkte. Da geht es einmal um die 5 Säulen der emotionalen Intelligenz und ihre Bedeutung für die Bildung. Dann geht es um Methoden zur Steigerung der eigenen emotionalen Wahrnehmung und der Regulation. Dann natürlich, wie man eine unterstützende und motivierende Lernatmosphäre schafft. Das kann man auch transportieren in sein eigenes Leben, seine eigene Beruflichkeit, weil da geht es eben darum, was kann ich selber tun, um egal welche Situation zu verbessern. Und das gilt natürlich auch in Beziehungen, im privaten Bereich. Das lässt sich übertragen. Dann
Vierter Punkt, welche Strategien man anwenden kann, wenn im Bildungskontext wir mit Stress und Konflikten zu tun haben. Und ich habe da in meiner vielen Jahren Erfahrung natürlich auch schon die eine oder andere Situation erlebt, wo ich jetzt nicht Referentin war, sondern vielleicht nur die Veranstaltungsleitung hatte, wo ich mich an eine Situation erinnere. Es war ein dreitägiges Seminar oder so 2,5 Tage. Und am Abend des ersten Teils kam jemand zu mir und sagte, er würde gerne abreisen, weil ihm das alles nichts bringt. Er will seine individuellen Fragen beantwortet haben. Das würde hier in der Gruppe nicht gehen. Ne? Und dann hat er schon gepackt quasi und wollte abreisen. Und da habe ich mich mit ihm zusammengesetzt, haben das mal kurz analysiert und sagt er, darf ich doch bleiben? Weil ich hatte ja noch keiner mitbekommen, außer mir, dass du abreisen willst. Und dann ist er noch 2 Tage geblieben und war total happy mit dem, was da nachher rauskam. Ja, und dann abschließend als fünften Punkt will ich euch einfach so ein paar Tipps mitgeben, wie man empathische Kommunikation und ein effektives Feedback geben kann. Und auch ich selbst habe ja verschiedene Rollen. Also hier, indem ich euch das Thema vorstelle, als Geschäftsführerin unserer Organisation. Ja, natürlich auch mit Leitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Situation, dass die natürlich auch mal Erwartungen haben, aber ich natürlich auch meinen Stil habe, meinen Stil aber natürlich nicht einfach blind durchziehen kann, sondern den natürlich auch immer wieder reflektiere. Also auch ich bin immer im steten Wandel, ja. Nicht wie der Fels in der Brandung, sondern wie meine liebe Kollegin Annika regelmäßig sagt, wie ein Bambus im Wind. Ja, verwurzelt, aber flexibel. Dennoch wachsend. Ja? Einziger Punkt ist, also mein Vorteil ist, so flexibel und verwachsen ich bin, kann ich mich trotzdem noch auch an andere Orte begeben. Da hinkt dann vielleicht aber auch jedes Beispiel irgendwie. Steigen wir ein. Die 5 Säulen der emotionalen Intelligenz. Das sind zum einen die Selbstwahrnehmung, also das Bewusstsein über die eigenen Gefühle, Stärken, Schwächen, Werte und Motive. Ja. Und in der Bildung ermöglicht es Kursleitern und Kursorganisatoren, ihre eigenen emotionalen Zustände während des Unterrichts zu verstehen und zu regulieren, was dann natürlich wiederum die Qualität ihrer Lehre und Interaktion mit den Teilnehmenden positiv beeinflussen kann. Ich habe da auch noch so eine Beispiele in Erinnerung, wo wir mal so verschiedene Kursleiter getestet haben, so Probestunden. Ich erinnere mich an jemanden, der so EDV-Kurs für Senioren sich dann breitbeinig vor die Gruppe stellte, die Arme verschränkte und sagte, ich sag euch jetzt, wo ihr klicken müsst. Ja, der hatte dann so seinen einen Auftritt und den haben wir dann leider nicht genommen, weil ihm nicht bewusst war, ne? Also wie er denn da wirkt. Dann Selbstregulation gibt es natürlich auch immer, wenn ihr nachschaut, diese ganze Thematik 5 Säulen der emotionalen Intelligenz ist sehr angelsächsisch auch geprägt, deswegen dahinter immer auch nochmal der englische Begriff, weil manchmal findet man interessante Themen, wenn ihr jetzt selber im Anschluss recherchiert, unter dem englischen Begriff, auch wenn ihr dann eine deutsche Beschreibung dazu findet. Ja? Unter Selbstregulation meinen wir die Fähigkeit, eigene Emotionen zu managen und zu kontrollieren, um impulsives Verhalten zu vermeiden. Das ist wahrscheinlich nichts für Narzissten hier gerade die Sendung oder gerade etwas für Narzissten, dass sie da nochmal entsprechend sensibel reagieren. Im Bildungskontext hilft dies Lehrenden, in stressigen Situationen ruhig und professionell zu bleiben, was eine stabilere Lernumgebung schaffen kann. Dann das Thema Motivation. Emotionale Intelligenz beinhaltet auch eine starke intrinsische Motivation. Das Streben aus innerem Antrieb zu handeln und Ziele zu erreichen. Und für Kursleiterinnen und Kursleiter und Organisatorinnen und Organisatoren bedeutet dies, dass ihre Begeisterung und ihr Engagement ansteckend wirken und die Lernenden motivieren kann. Und wir wissen, alles das, was positiv ist, kann auch immer wie ein Boomerang zurückkommen,
Ja, das heißt, wenn ich mit einer sehr hohen intrinsischen Motivation am Start bin, kann ich mich natürlich auch sehr schnell verletzt und persönlich angegriffen fühlen. Ja, und dann hilft uns natürlich der zweite Punkt, die Selbstregulation und die Selbstwahrnehmung, damit umgehen zu können und dann eben auch cool zu bleiben. Ihr merkt, das sind auch zum Teil ja verschränkte Themen. Ja, das Thema Empathie, da hat jeder vielleicht eine unterschiedliche Vorstellung, aber der Gedanke, stell dich nicht so an, ist häufig ein Zeichen vielleicht von fehlender Empathie. Vielleicht aber, wenn man die Person näher kennt, auch ein Zeichen von besonders großer Empathie. Ja? Also es ist immer eine vielschichtige Geschichte, aber der Spruch, je nachdem, worauf er folgt, also Empathie bedeutet die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erkennen und zu verstehen. Im Bildungsbereich ist Empathie entscheidend, um auf die Bedürfnisse und den emotionalen Zustand der Lernenden einzugehen, was eine inklusive und unterstützende Lernatmosphäre fördert. Ja? Ihr müsst also beurteilen, braucht er jetzt gerade einen Tritt in den Achtern, wie man hier in Hamburg sagen würde, oder braucht er mehr was Fürsorgliches? Wobei der Tritt in den Achtern vielleicht auch fürsorglich sein kann. Ja? Und dann kommt es natürlich immer auf das Setting, auf das Vertrauen und all diese Dinge an, nämlich das, was jetzt der fünfte Punkt aussagt. Wir brauchen Kompetenzen im Umgang mit Beziehungen und Kommunikation. Ja, und für Kursleiterinnen und Kursleiter und die Organisatoren von solchen Veranstaltungen bedeutet dies die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, Konflikte zu lösen, zu inspirieren und zu führen. Dies ist wichtig, um erfolgreiche Teams, und das sind wir in so einer Gruppensituation auch immer, zu bilden und ein Netzwerk von Lernenden zu schaffen, die zusammenarbeiten und voneinander lernen. Ja, dass aus dem Ihr und Ich ein Wir wird. Ja, das sind die fünf Säulen der emotionalen Intelligenz. Und wenn man sich dann anschaut, wie man das sozusagen schaffen kann, also mit welchen Methoden ich sozusagen meine emotionale Wahrnehmung und Regulation steigern kann, dann haben wir hier so einige Punkte für euch vorbereitet. Das geht natürlich erstmal, was immer gut ist, wenn man irgendwie ein Bewusstsein schaffen will, ja, ein Tagebuch zu führen. Das muss jetzt nicht am Ende des Tages sein, sondern das kann zum Beispiel am Ende einer Kursstunde sein, ja, wo ich dann vielleicht auch nicht nur aufzeichne, was ich gemacht habe in dieser Stunde, ja, sondern dass ich vielleicht eine Spalte habe in meinem Tagebuch, wo ich aufzeichne, welche Gefühle hatte ich. Und ob ich, wie habe ich da auf meine Gefühle reagiert? Finde ich da Muster, ja, damit ich ein besseres Verständnis entwickeln kann? Was sind meine sogenannten Triggerpunkte? Ne? Worauf reagiere ich allergisch? Wo muss ich ein bisschen aufmerksamer sein? Also so ein Tagebuch führen, wenn ich das also, das ist immer so, Einschub. Wenn ich etwas verändern möchte, also wenn ich etwas in diesem Fall steigern möchte, dann gilt dazu natürlich immer ein Erfassen der Ist-Situation. Und dazu ist ein Tagebuch hilfreich, ja? Den Ist-Zustand festzustellen. Ja? Das geht nicht für den Moment, sondern da kann man sich das mal vornehmen, so die nächsten 2, 3 Wochen mal beobachten, dass ich über eine Steigerung nachdenke, lässt ja schon vermuten, dass ich irgendwie nicht so ganz zufrieden bin. Ja? Und na okay, ich bin selten zufrieden. Das ist irgendwie in mir drin, immer so ein innerer Antrieb der Veränderung, des Verbesserns. Und ich bin sozusagen der körpergewordene KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Dann zweitens Selbstreflexion praktizieren. Zeit sich zu nehmen, um über die eigenen Emotionen nachzudenken. Ja, warum habe ich in bestimmten Situationen bestimmte Gefühle? Wie beeinflussen diese meine Gedanken und meine Handlungen? Ich habe das Glück, dass ich seit einigen Monaten, also aufgrund meines Abnehmprozesses, mir vorgenommen habe, mehrmals täglich spazieren zu gehen. Und in diesen Spaziergehrunden kann ich das zum Beispiel wunderbar selbst reflektieren.
Und nicht der ganze Spaziergang und nicht alle drei Spaziergänge am Tag sind davon, ja, stehen da im Fokus. Ja? Aber einmal am Tag mache ich das schon. Dann nehme ich mir mal eine konkrete Situation zum Beispiel hervor. Dann Achtsamkeit üben bedeutet, so eine gewisse Achtsamkeitsmeditation kann die Selbstwahrnehmung fördern und uns helfen, im gegenwärtigen Moment präsenter zu sein. Bedeutet natürlich auch, wenn ich in so eine Kursstunde reingehe oder in eine so eine Sendung jetzt für heute reingehe, dass ich mich im Vorfeld fokussiere, dass ich nochmal mir im Vorfeld schon vorstelle, mit welchen Teilnehmenden habe ich es gleich zu tun, wie ist die Situation, was war beim letzten Mal, ja? Also das nehme ich mir in meinem Kopf, spiele ich das schon mal durch und dann gehe ich sehr positiv gestimmt in die Gruppe rein. Nicht mit der Erwartung, dass das alles wieder so kommt, wie ich das in Erwartung habe, sondern dass ich aufmerksam einfach für die Situation bin und nicht nur auf das Thema, was ich transportieren möchte. Und dann geht es natürlich darum, dass ich meine Emotionen auch benennen kann, dass ich meine Gefühle identifizieren kann und alles das, was ich genauer erkenne, da kann ich dann natürlich auch besser und angemessener auf reagieren. Völlig klar. Dann Feedback einholen und nicht nur von den eigenen Jüngern, die einen immer über den Klee loben, sondern natürlich auch mal von Menschen, die einfach ehrlich zu einem sind und auch sagen, an der und der Stelle kannst du das und das auch nochmal anders machen oder denk nochmal drüber nach oder die einen fragen, warum hast du das denn da so und so gemacht? Sie hätten es vielleicht anders gemacht. Also in die Interaktion gehen, sich austauschen, mutig sein und auch mal fragen. Aber immer darauf achten, in welchem Kontext ihr das macht. Ja, weil ihr müsst dann natürlich auch mit dem Feedback leben. Ja, also da muss man auch schon einigermaßen seelisch, moralisch gefestigt sein. Aber nicht immer traut sich jemand, was einem zu sagen. Man kann die dann vielleicht auch mal in so einem Vier-Augen-Gespräch um Feedback bitten. Ja, um zum Beispiel zu sagen, hey, achte doch mal in der nächsten Stunde da drauf und gib mir anschließend ein Feedback. Ja, das kann man auch einzelnen Teilnehmenden mal sagen. Und dann das sozusagen im Vertrauen machen, nicht unbedingt vor der großen Runde. Ja, ihr wisst, wie das geht. Wichtig natürlich, und das mache ich auch, Entspannungstechniken, Atemübungen, progressive Muskelentspannung. Yoga kann helfen. Jetzt ist das bei mir nicht so mit dem Yoga, aber ich weiß, dass viele Menschen im Bewegungsbereich da sehr, sehr gut unterwegs sind und damit sehr gut klarkommen, dass dann eben auch Stress abgebaut wird und dass die Selbstregulation natürlich verbessert. So, das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt, der jetzt kommt, kognitive Umstrukturierung. Das bedeutet nämlich, dass wir bestimmte Muster in uns tragen, Verhaltensmuster. Und es ist sehr, sehr schwer, Muster, also so Glaubenssätze umzuformen. Man sagt ja häufig auch, sagen wir, so ein neues Framing zu schaffen. Will die Polizei zu mir? Ich höre gerade draußen in der Straße so einen Peterwagen, wie man hier in Hamburg sagt. Ja, also Denkmuster zu erkennen, natürlich in diesem Fall negative Denkmuster zu erkennen und durch konstruktive Denkmuster zu ersetzen. Das hilft dann dabei. Ja, also wenn man merkt, immer dann, wenn das und das ist, reagiere ich so und so und das finde ich nicht gut, dann darf ich nicht sagen, das finde ich nicht gut, sondern dann muss ich mir überlegen, was wäre denn gut? Was würde ich denn gut finden, wenn ich anders reagieren würde? So, und dann muss man in seinem Kopf beginnen, mit einem Reframing anzufangen. Das ist jetzt nichts Negatives, ne? Weil manchmal heißt es ja, alles ist Framing, Framing, wird damit manipuliert. Na klar, will ich mich damit manipulieren. Ich möchte von meinem negativen Muster zu einem positiven Muster. Das heißt, ich muss mich selber verändern. Ich muss mich manipulieren. Also, das ist eine ganz positive Sache. Ja? Verhaltensänderung für das.
in dem Sinne ist ja was Positives, ne? Dann ist Manipulation eben nicht negativ besetzt, sondern positiv besetzt. Und woanders heißt das Psychotherapie. Ja? Und dann versucht man das. Aber ihr müsst nicht zum Therapeuten gehen, ihr könnt das auch an der Stelle selbst. Emotionale Intelligenz schulen bedeutet, dass ich mich natürlich auch, und dass alle, die sich heute diese Sendung anschauen oder sich daran beteiligen, schulen gerade ihre emotionale Intelligenz. Denn sie beschäftigen sich mit diesem Thema, holen sich neuen, anderen, frischen, erweiternden Input. Ob sie den jetzt umsetzen, anwenden oder sonst wie, das ist ihnen erstmal selber überlassen. Aber sie sind auf einem Schulungsprozess. Sie beschäftigen sich mit dem Thema. Das ist immer gut. Ja, und es hilft dabei, eben auch praktische Fähigkeiten zu entwickeln. Und dann ganz klar, auch das gilt, wenn man heute hier ist, man übernimmt damit schon mal Verantwortung. Und ich bin mir bewusst, dass ich natürlich auch die Kontrolle über meine Emotionen und Reaktionen habe. Kann ich sagen, ja, ich bin nun mal ein Narzisst und ich bin nun mal einer, der immer aufbrausend ist, ja, Steinzeitalter ist rum, ich bin reflektiert, ich nehme mich wahr, mich selbst und mich in einer Gruppe, mich in einer Situation, dass ich gelobt werde, mich in einer Situation, wo ich kritisiert werde, ich vielleicht auch in einer Situation, wo ich ignoriert werde, ist vielleicht manchmal das Schlimmste, ja, wenn man gar keine Emotionen bekommt. Und in diesem Zusammenhang. Es ist nicht Schicksal, es ist nicht irgendwie extern gegeben, sondern ich selber habe die Verantwortung dafür, für mich und mein Verhalten, ja, und meine Reaktionen. Und wenn ich mir dieser Verantwortung bewusst bin, dann ist das schon ein wichtiger Faktor eben, um meine emotionale Wahrnehmung und Regulation zu verbessern. Und wenn das alles nicht klappt, ja, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann kann ich mir immer noch einen Coach holen oder einen Therapeuten, wenn es, sagen wir mal, sogar gesundheitsproblematisch wird, ja, oder im Tandem arbeiten, also im Team mit einem Menschen meines Vertrauens, ja, und also sozusagen über das Feedback einholen, mit jemandem arbeiten, der einen dann professionell anleitet, ja. Das sind doch einige Möglichkeiten, mit denen man da mal anfangen kann. Das ist ein Potpourri. Immer dran denken, man muss nicht mit allem anfangen. Nehmt euch einen Punkt hervor. Einen habt ihr jetzt ja schon gemacht, indem ihr euch mit dem Thema emotionale Intelligenz heute oder dann, wenn ihr die Sendung in der Aufzeichnung seht, beschäftigt. Wie kann ich denn aber jetzt als Kursleiterin oder als Kursorganisator, aber vielleicht auch als Vorstand eines Sportvereins eine unterstützende und motivierende Lernatmosphäre schaffen. Ja? Denn auch als Vorstand eines Sportvereins, und ich definiere ja, wie viele andere auch, eine Lernatmosphäre, jede Situation, wo ich auch einen Übungsleiter und eine Gruppe habe. Das wird mir jetzt nicht immer als organisiertes Lernen, aber es ist auch informelles Lernen oder es ist jedenfalls eine Situation des Geben und Nehmens. Ja? Und was kann ich dafür tun, das zu verbessern? Und wenn ich dann feststelle, dass das häufig gar nicht so beobachtet wird oder wird so laufen gelassen, dann haben wir natürlich eines der Hauptprobleme in diesen Situationen. Also laufen lassen ist immer eine schlechte Sache. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele, wie man im Prinzip so eine unterstützende, motivierende Lernatmosphäre schaffen kann. Also, für mich als Kursleiter, beginne den Kurs oder deine Übungsstunde oder deine Trainingsstunde immer mit positiver Energie und einem freundlichen Gruß. Allein schon die positive Haltung kann sich auf die Teilnehmenden übertragen und einladend wirken. Dann klare Zielsetzung bedeutet, ich verdeutliche vorher, was die Ziele des Kurses, der Kursstunde sind und wie jeder Teilnehmende davon
profitieren kann. Das gilt auch für jede Trainingsstunde. Was haben wir heute vor? Warum machen wir das? Und wie wird das jeden Einzelnen verbessern? Das hilft den Teilnehmenden, sich auf die persönlichen Ziele zu konzentrieren. Dann, ich denke daran, dass ich immer auch eine individuelle Anerkennung gebe. Ja, ich habe in einem Kurs 10 Teilnehmende, ja, und da muss ich darauf achten, dass ich allen Teilnehmenden nicht nur eine Gruppenanerkennung gegeben habe, ihr habt heute toll zusammengearbeitet, sondern dass ich natürlich auch sage, jedem Einzelnen, nicht hintereinander, aber verteilt, sodass es vielleicht gar keinem auffällt, dass aber am Ende jeder genannt war und seine persönliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann, dass ich die Teilnehmenden gleichermaßen anspreche. Dass ich also darauf achte, dass ich niemanden ausschließe. Das setzt schon mal voraus, dass ich keine diskriminierende Sprache verwende, ja, und dass ich eben immer in meiner Ansprache motivierend bin. Ihr wisst, dass man im Sport diese "macht das nicht so" Formulierungen ja schon lange gestrichen hat, ja, sondern dass wir immer beschreiben, wie zum Beispiel Bewegung auszusehen hat, ja, und keine Nichtbotschaften sendet, weil unser Gehirn ja das Wort nicht sich nicht vorstellen kann. Ja, dann bleibt immer nur hängen, was halt da ist, und das wollen wir ja aufgeben. Wichtig, das ist mir bei der Vorbereitung auch nochmal wichtig geworden, wir brauchen eine sichere Umgebung. Ja, das bedeutet einmal, dass ich eine gewisse Sicherheit in der Halle habe, dass da, wenn ich irgendwelche Sprungsachen in der Matte liegen habe, dass ich mich nicht verletzen kann. Ja, also dass ich solche Unsicherheitsdinge ausschließe. Aber jetzt wurde mir auch nochmal bewusst, wie das, welche Bedeutung das hat, bei Outdoor-Aktivitäten, die in der Öffentlichkeit stattfinden, ja, und dass sich viele Menschen unsicher fühlen in der Öffentlichkeit. Und wir denken ja, super, dann gehen wir halt im Park und machen da was. Naja, und Teilnehmerinnen, Teilnehmer denkt, oh Mist, im Park, dann sieht jeder, welche Schwächen ich habe. Und dann geht mein Nachbar da vorbei und sieht mich da in einer blöden Situation. Ja, genauso wird mir gerade bewusst, dass wir mal im betrieblichen Kontext gesagt haben, lasst uns doch was Outdoor machen. Und dann ich jetzt spüre, dass je nachdem, worauf es da ankommt, eine Bloßstellung das Gegenteil einer sicheren Umgebung ist und dass ich als Kursleiterin, Kursleiter eine ganz andere Vorstellung habe von Sicherheit. Und wenn ich spüre, dass es eine unsichere, möglicherweise unsichere Umgebung sein könnte, dass ich dann im Vorfeld schon Tipps gebe, wie wir damit umgehen können, damit dann vielleicht aus einer gefühlt unsicheren Umgebung eine sichere Umgebung wird. Dann, klar, fördere die Interaktion zwischen den Teilnehmenden durch Paar- oder Gruppenübungen. Aber seid euch auch bewusst, dass es Grenzen gibt. Ja, Paar- oder Gruppenübungen heißt nicht, dass man sich an den Händen fassen muss oder sonstige Körperteile berührt. Ja, das kann auch schon sein, indem man sich einen Ball zuwirft oder etwas gemeinsam löst. Ja, denn nur weil ich in einer Gruppe bin, heißt es nicht, dass ich auch Körperkontakt mit der Person haben möchte. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für euch als Kursleiterin, Kursleiter, Trainer. Bevor ich die Person anfassen darf zur Korrektur, habe ich sie zu fragen, bist du damit einverstanden, dass ich dich berühre? Dann sagt die Person ja oder nein, ist mir unangenehm. Oder sie sagt vielleicht ja, freut sich aber, dass sie zumindest gefragt worden ist, weil sie hätte ja auch nein sagen können, hat sich aber vielleicht aus welchen Gründen auch nicht getraut. Aber alle anderen Teilnehmenden kriegen mit, dass sie gefragt werden und das schafft ein Gefühl von Vertrauen und steigert so das Gemeinsame in so einer Gruppe und das Gefühl der Sicherheit und damit spürt jeder, dass da eine, ja, da ist jemand mit einer emotionalen Intelligenz unterwegs. Dann gilt natürlich Variation im Training, nicht immer one size fits all, wie es in der Mode manchmal so ist oder bei Mützen, ja, sondern dass man schon individuelle Ansprachen gibt. Zum Beispiel, wenn du dich heute bei dieser Übung unwohl fühlst, sie dich überfordert, dann probiere die und die Alternative. Ja? Das ergibt den Teilnehmenden die Erlaubnis,
abzuweichen und sie haben jetzt nicht das Problem, aufzufallen. Ja, und sie haben immer die Möglichkeit, vielleicht auch erst A zu probieren und dann B. Und dann gebt ihr in die andere Richtung auch noch eine Variante und sagt, wenn ihr euch heute besonders stark fühlt, dann probiert doch diese Variante. Ja, und deswegen merkt ihr auch immer in den Seminaren, die wir beim Bildungswerk durchführen, dass wir da immer Wert drauf legen, dass wir nicht sagen, hier, das ist die Übung, sondern dass wir euch immer Varianten anbieten, ne? Für die etwas Schwächeren die Variante, für die etwas Stärkeren die Variante, was an manchen anderen Stellen der Aus- und Fortbildung vielleicht nicht so im Fokus ist. Dann, klar, Erfolgserlebnisse ermöglichen, Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden stärken. Mal fragen. Und? Fühlst du dich gut bei der Ausübung der Übung? Wie fühlt es sich an? Und dann Feedback zu geben, ja, deine Wahrnehmung ist richtig. Immer auch Raum für Fragen und Austausch zu lassen. Am Anfang, wenn man zum Beispiel sagt, was haben wir heute vor? Zum Beispiel nochmal Fragen zu ermöglichen. Und im Nachgang natürlich immer zu fragen, wie habt ihr euch heute gefühlt? Sich vielleicht dadurch auch einen eigenen Applaus abholen, wenn die Sache gut war. Oder eben auch einzuladen, zu sagen, ihr könnt mich auch im Anschluss nochmal unter vier Augen ansprechen. Ja? Also immer diese Möglichkeit geben. Das ist dann natürlich auch ein Übergang zum regelmäßigen Feedback einholen und zum Beispiel auch zu fragen, wie sieht es mit den persönlichen Zielen aus? Hast du den Eindruck, du kommst weiter? Ja? Aber ihr merkt, dass das eine sehr teilnehmenden orientierte Haltung ist. Nicht, was habe ich als Übungsleiter heute vor und das ziehe ich jetzt durch, sondern eben dann einzugehen. Ich habe das in meiner Jugend erlebt. Mein Trainer zum Beispiel sagt, oh, du hast morgen eine Klassenarbeit. Okay, dann nehme ich dich heute ein bisschen aus dem Training raus. Überfordere dich nicht. Wir machen mal die und die Einheit. Ich merke, dass dein Fokus, ne, auf Klausur morgen auch gelegt ist. Und die Konzentration will ich nicht stören, sondern unterstützen. Ja. Wahnsinn. Und das sind natürlich die Dinge, mit denen ich geprägt worden bin. Und dann ganz klar, dann fühle ich mich natürlich auch wohl, betone das Ganze, auch wenn das Training früher manchmal hart war und wir danach fix und alle und waren. Ja? Trotzdem geht es nachher am Ende immer noch über das Wohlbefinden. Und das Wohlbefinden muss nicht unbedingt ein körperliches sein, es kann dann auch ein mentales sein, zum Beispiel, indem man sagt, wow, das war hart, aber du hast die Aufgabe heute geschafft und gemeistert. Und da kannst du jetzt auch dein Wohlbefinden rausziehen. Trotz allem können natürlich auch immer wieder Konflikte entstehen und Stresssituationen auftauchen. Und na, das ist immer so im Leben. Das Leben, also Uli Hoeneß sagt früher schon mal, es kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Das ist so. Ja? Aber wie kann man damit umgehen? Wie kann man da mit arbeiten? Welche Möglichkeiten haben wir? Und natürlich gibt es immer Möglichkeiten, das zu machen. Also, ich habe hier so ein paar Punkte wieder für euch notiert und habe eine Strategie jeweils und auch ein Beispiel für euch vorbereitet. Zum Beispiel Strategie bei dem ersten Punkt, Prävention durch klare Kommunikation. Stelle sicher, dass alle Erwartungen, Regeln und Zielsetzungen zu Beginn des Kurses klar vermittelt werden. Die Spielregeln. Das machen wir, wenn wir Zukunftskonferenz haben. Auch in der ersten Stunde werden die Spielregeln verhandelt. Ja? Das bedeutet, in der ersten Sitzung eines Kurses oder wenn die Trainingssaison neu beginnt, können wir Zeit damit verbringen, die Ziele zu besprechen, Verhaltensrichtlinien zu etablieren und den Teilnehmenden zu erlauben, ihre eigenen Ziele und Bedenken zu äußern. Und wenn ich das richtig erinnere, haben wir das in meiner Jugendzeit, hat unser Trainer, der Michael Barkowski, ich will ihn hier mal mit per Namen nennen, genauso gemacht. Wir haben uns zum Trainingswochenende in der Wingst, zwischen Hamburg und Cuxhaven,
Manche kennen das aus Norden, links. Alles flach und ein Berg in der Mitte. Und dann gab es natürlich Gruppentraining und es gab aber Einzelgespräche mit dem Trainer, wo individuelle Ziele auch festgelegt worden sind. Und damit war klar, welche Erwartungen, Chancen sieht der Trainer, welche Erwartungen, Ziele habe ich als Athlet. Und das jetzt sozusagen für die nächste Saison, aber auch immer im größeren Zeitrahmen. Das hat Sicherheit geschafft und hat da schon ganz klar was bewirkt. Und er hat natürlich von uns eingefordert, wenn er seine Zeit investiert in unsere Entwicklung, ja, dann erwartet er natürlich auch von uns, dass wir entsprechend auch mitziehen. Dann war natürlich da ein Punkt, aktives Zuhören und Empathie zeigen. Das gehört also sozusagen dazu. Strategie muss natürlich hinhören, wenn Teilnehmende ihre Bedenken oder Probleme äußern und auch Verständnis und Empathie für die Situation zeigen. Ja, zum Beispiel, Teilnehmer ist frustriert über seine langsame Fortentwicklung. Ja, anstatt sofort Lösungen anzubieten, dieses Mansplaining, da machen wir alle gerne, kannst du, ne? Hörst du ihm erstmal zu, um seine Gefühle zu verstehen und bestätigst, dass es normal ist, manchmal Schwierigkeiten zu haben. Probiert in dem Zusammenhang mal unseren KI aus, unseren Kursgenerator, welche Empfehlungen diese euch zum Beispiel in solchen Problemsituationen gibt. Wir haben sie so trainiert, dass sie auch für diese Situation euch gute Beispiele parat hält. Dann natürlich Stressmanagement-Techniken anwenden, das sind Methoden, die es da so gibt. Also ich selber kann immer am Anfang mal ein paar Atemübungen machen. Ihr habt es eben gerade noch nicht gesehen, weil ihr da sozusagen noch nicht im Raum wart. Da habe ich erstmal tief ein- und ausgeatmet, habe ein bisschen auf meine Körperhaltung geachtet, habe mich selber aktiviert. Das habe ich alles mal von meiner Kollegin Annika gelernt. Ja, aber wer so weiß, als Fußballtrainer meinetwegen oder in der Mannschaftstrainer, wenn die sagen, so jetzt gehen wir raus auf den Platz, dann gibt es ja auch nochmal die motivierende Ansprache. Und das kann man natürlich auch für sich machen, bevor ich in die Gruppe gehe. Ja, also ein Wissen ist, wir müssen es halt anwenden. Dann gilt das natürlich auch immer, ich muss meine Konfliktlösungsfähigkeiten fördern. Also ich muss mich damit beschäftigen, welche Arten von Konflikten gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, das zu lösen. Also ich kann, und jetzt spüre ich auch schon, was das bedeutet, ein guter Kursleiter zu sein. Ja, das heißt nicht, dass ich alle 4 Jahre meine Fortbildung in dem spezifischen Bereich mache, wo ich meinen Übungsleiterschein habe, sondern dass ich sehe, dass es was Ganzheitliches und ich aus dem Grund natürlich auch mich ganzheitlich weiterentwickeln muss und dann vielleicht auch mal ein Seminar besuche oder ein Webinar zu einem Thema, was vielleicht sich erstmal zäh und unbequem anfühlt. Ja, und der gilt natürlich auch für einen selbst. Ich muss auch mal Pausen und Erholung einplanen. Ja, das sind auch die Momente, wo man so zwischendurch ein Zwischenfeedback geben kann in so einer Stunde, wo man sagt, so, jetzt trinken wir mal alle was, greifen zur Flasche. Selbst im Schwimmtraining haben wir das gemacht, wo man ja die ganze Zeit im Becken ist, weil ich denke, man schwitzt nicht oder man verliert keine Flüssigkeit, haben wir gesagt, ey, so kurze Pause, mal was trinken, ein bisschen raus und dann kommt der nächste Block. Ja, und das kann Stress und Konflikte rausnehmen. Und beim Bildungskontext immer weit denken. Immer wenn ich einen Menschen habe mit einer Qualifizierung und einigen, die davon partizipieren wollen, bin ich im Bildungskontext. Das muss nicht Schule, Grundschule, Universität, Berufsausbildung sein. Ja, das ist jede Übungsstunde, ja, jede Stunde, die im Sportverein stattfindet, ist ein Bildungskontext. Ja, ganz klar, dann natürlich auch mal den Perspektivwechsel anregen, zu sagen, ja, dem Teilnehmenden sagen, wie würdest du in meiner Situation damit umgehen? Was meinst du, wie ich mich da fühle? Ihm auch mal sagen, bewusst machen, dass ich mich auch nicht immer super dabei fühle, wenn die Leute mal zu spät zum Training kommen. Ja? Wie würdest du dich fühlen, ne, wenn irgendwie da kein Respekt
gezeigt wird. Ja? Und ihn natürlich das plausibel vormachen. Wir hatten eben gerade schon das Thema Ich-Botschaften, ne? Also aus der Problematik heraus, das zu bereiten. Ja, und dann natürlich, ich selber darf natürlich nicht immer zu sehr gestresst sein, aber wenn ich spüre, dass ein Teilnehmer sehr stark gestresst ist, eine Teilnehmerin, dann eben auch Unterstützung anzubieten, Fragen mal so kurz rauszunehmen, wie geht's dir? Wenn ich in der Gruppensituation, ne, das wisst ihr, dann muss man wieder sichere Umgebung dafür sorgen, aber an Unterstützung anzubieten. Vielleicht danach zu sagen, ich habe gemerkt, du warst heute unheimlich gestresst und hast dich unwohl gefühlt. Stimmt das? Stimmt meine Wahrnehmung? Und wenn dann, sagen wir mal, ein Signal kommt, ja, das stimmt, dass man dann auch sagt, ja, lass uns mal drüber nachdenken, wie wir daran arbeiten können, wie wir da eine Unterstützung anbieten können. Und ja, so wie das eben in Richtung Teilnehmende geht, gilt das Ganze natürlich auch für sich selbst. Wir brauchen eine bestimmte Selbstfürsorge. Nur wenn ich mich um mich selbst kümmere, habe ich auch Energie, ja, mich um andere kümmern zu können. Ja? Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich auch selber mal mir ein Wohlfühlwochenende gönnen kann oder ja, auch mal fragen kann, können wir die nächste Stunde ausfallen lassen? Ich brauche kurzen Urlaub, ja, auch wenn das da vielleicht steht. Dann eben mit der Kursorganisation sprechen und dann wird die sagen, ja klar, dann hängen wir diesen Termin, holen wir nach, hängen wir hinten ab. Also ihr merkt schon, Konflikte und Stress kann man am besten im empathischen Miteinander lösen. Wir im Bildungswerk haben dazu in unserem Leitbild stehen, dass wir Konflikte und unterschiedliche Meinungen im konstruktiven Dialog lösen und nicht, indem jemand sagt, basta und aufbauen durch aufbauen. Ja? So, und jetzt zum Abschluss für heute haben wir noch ein paar Tipps, 12 Tipps für eine empathische Kommunikation und ein effektives Feedback. Das geht wie immer damit los, aktives Zuhören, das bedeutet, ich brauche einen Blickkontakt, ich darf die Person nicht unterbrechen, muss natürlich durch meine Körperhaltung und mein verbales Feedback zeigen, dass ich die Perspektive des anderen verstanden habe. Das kann allein schon dadurch zustande kommen, dass ich die Aussage wiederhole. Ja? Wir wissen, dass im militärischen Kontext wird jeder Befehl wiederholt, dann kann man sicher sein, dass der andere das zumindest akustisch verstanden hat. Ja, das soll jetzt hier aber kein militärischer Exkurs sein von Befehlsketten, sondern eigentlich nur zu sagen, habe ich das richtig verstanden, dass du an der und der Stelle, ne? So. Und dann sagt der eine, ja, da hast du mich genau richtig verstanden. Klingt irgendwie komisch, aber ist ganz einfacher Punkt. Dann ganz klar, nicht werten, also keine schnellen Urteile schließen, keine Bewertung abgeben, immer offenes, nicht wertendes Zuhören geben. Dann eben Empathie zeigen, ja? Sich versuchen, in die Lage des anderen hineinzuversetzen und dessen Emotionen zu verstehen. Empathie hilft dabei, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Dann Ich-Botschaften verwenden. Klar und konkret sein. Sei in deinem Feedback klar und präzise. Das ist manchmal schwer. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann bittet einfach um Zeit. Ja, zu sagen, oh, vielen Dank für dein Vertrauen. Du möchtest ein Feedback. Ich möchte das fundiert abgeben. Gib mir bis zur nächsten Kursstunde Zeit. Ich mache mir da gute Gedanken drüber, wenn ihr euch nicht in der Lage seid, bevor ihr anfängt rumzueiern. Wenn ihr natürlich sicher seid in dem Feedback und das schnell dann klar und konkret sein könnt, dann macht das eben sofort. Dann eben immer eine Balance zwischen positivem und konstruktivem Feedback
Ja, ihr merkt, positives und konstruktives Feedback. Es geht nicht darum, dass man einen negativen Punkt zwischen zwei positive Punkte einpackt, sondern dass man positiv und konstruktiv Feedback gibt. Ja, es geht gar nicht um ein negatives Feedback. Ja? Wichtig. Ansonsten mit dem negativen Feedback macht ihr das positive Feedback nämlich immer kaputt. Egal, ob das 1:2, 1:3, 1:4, egal welches Verhältnis ist, im Kopf wird immer das negative Feedback bleiben. Dann regelmäßig Wertschätzung ausdrücken für die Stärken und besonderen Eigenschaften der Person, für besondere Momente. Das geht auch ganz einfach. Das muss gar nicht vor der Gruppe sein, sondern es kann sein, eine Klitzekleinigkeit, wo man auch regelmäßig das wiederholt. Wenn man nämlich von einer besonderen Eigenschaft begeistert ist, dann darf man das ruhig wiederholen. Das nutzt sich nicht ab. Sensibel sein für Timing und Kontext, auch ganz klar, ne? Wähle den richtigen Zeitpunkt und Ort, das ist vor Gruppe, nicht vor Gruppe, individuell, direkt nach einer guten Leistung oder ein bisschen später, oder man kann das, wenn es ein bisschen später kommt, kann man auch mal einkleiden und sagen, mir ist gestern in dem und dem Moment das nochmal bewusst geworden, dass du vor 2 Wochen das und das gemacht hast. Ja, dann schafft man nochmal eine zeitliche Nähe, ja, und zeigt, wie sensibel man damit umgeht. Also wenn man den Eindruck hat, man hat es verpennt, ja, dann kann man auch sagen, mir ist gestern nochmal bewusst geworden, dass ich es da verpennt habe, dir direkt das zu geben. Und dann schafft man nochmal sozusagen diese sprachliche Brücke. Das fördert natürlich den Dialog und das bedeutet natürlich auch, in dem Moment, wo ihr sowas gebt, dürft ihr natürlich auch bitten, weil Dialog ist keine Einbahnstraße, euch das zurückgeben zu lassen. Dann zur Selbstreflexion anregen, wenn ihr ein Feedback gebt, könnt ihr auch fragen, habt ihr euch selber genauso gefühlt, wie hast du dich in der Situation gefühlt, um das Ganze ein Stück weit abzugleichen. Dann gilt wie immer, Grenzen respektieren, wenn jemand das nicht möchte, Grenze zieht, ja, dann wird diese Grenze respektiert. Das gilt nicht nur für Landesgrenzen, sondern das gilt natürlich auch für körperliche Grenzen, für emotionale Grenzen, ja, und in irgendeiner Art und Weise formuliertes Nein ist auch immer ein Nein und heißt vielleicht auch im Zweifel ein noch nicht Ja. Ja, gebt der Person entsprechend Zeit durch die Frage, die ihr vielleicht gerichtet habt, hat die Person ja gemerkt, dass sie, wenn sie wollte, könnte und dann kommt sie vielleicht auch auf euch zu. Und wie immer, ja, zu sagen, ein Follow-up anzubieten, zu sagen, können wir ja zu einem anderen Zeitpunkt nochmal vertiefen. Ja, und wenn ihr gut seid da drin, dann vereinbart ihr direkt auch einen entsprechenden Termin. Wollen wir mal in den Kalender gucken, wann wir gemeinsam Zeit haben und dieses Thema nochmal zu vertiefen? Ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ja? Und dann hat man das Thema in dem Moment gelöst, hat nicht gewertet, hat aktiv zugehört, hat Empathie gezeigt und, konnte es vielleicht nicht in dem Moment klar und konkret lösen. Ja, zeigt aber, dass wir das in Zukunft aufgreifen wollen und dann nicht zu weit wegschieben, sondern gucken, dass das klappt. Und dann, wenn man einen Termin findet, ist das ideal. Ja, und ihr spürt, das ist jetzt erstmal nur ein grober Kompass gewesen. Ja, man kann ja schlecht in einer Dreiviertelstunde das ganze Mindset auf den Kopf stellen, aber das sehen wir auch als unsere Aufgabe im Bildungswerk des Landessportbundes. So ein bisschen weg von diesen rein fachlichen Themen, von diesen rein inhaltlichen Diskussionen, auch so ein bisschen auf das Miteinander zu achten. Denn unser Gefühl ist, ja, wenn 35% der Leute Mitglieder in einem Sportverein sind, dann sind irgendwie 65% der Bevölkerung das nicht. Das muss Gründe haben. Das kann darin begründet liegen, dass die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und diese schlechten Erfahrungen wollen wir, dass sie nicht wiederholt werden oder dass die Menschen merken, dass sie in einem Sportverein gute Erfahrungen machen können. Deswegen dieses Thema heute. Und für alle in Sportvereinen, achtet mal auf eure Internetpräsenzen, auf eure Veröffentlichungen, ob da deutlich wird, dass ihr im Vereinsvorstand eure Übungsleiter und Übungsleiter, eure Kursleiter und Kursleiter die entsprechende
emotionale Intelligenz haben. Wenn nicht, überarbeitet eure Internetseite dahingehend, dass das auch ein bisschen deutlich wird und bietet mal die ein oder andere Fortbildung in eurem Sportverein für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an. Wir stehen euch da gerne unterstützend und natürlich zur Verfügung. Ihr wisst, sprecht uns an. Link habt ihr gerade gesehen, bildungswerksport.de. Und dann können wir da gemeinsam etwas tun. Ja, und ich bin am Ende für heute mit einem herzlichen Gruß aus dem, die Seite, Rosengarten. Wünsche euch viel Freude bei euren Rosen in eurem Garten. Genießt die Zeit, genießt das Pfingstwochenende und bleibt uns gewogen. Bitte gerne, lieber Matthias. Und nächste Woche Dienstag geht es mit Bildungswerk live weiter. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr die Sendung verpasst habt, dann habt ihr sie ja jetzt im Real Life gesehen. Auch dazu ein herzliches Dankeschön. Lasst dann immer ein Like da oder abonniert die Kanäle. Ja, wir wissen, dass nicht immer jeder, sagen wir mal, zu den tatsächlichen Sendezeiten auch wirklich Zeit hat. In diesem Sinne, tschüss, auf nächste Mal.